So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Dieses Mal ausnahmsweise wieder mit Facecam und ja, mit einer neuen Facecam. Ich nutze jetzt nicht mehr meinen Surface dazu, ich nutze jetzt mein Nokia Lumia 920 dazu. Ganz einfach mal, um zu gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich das möchte. Und vor allen Dingen auch, um zu gucken, wie das Ganze dann hinterher aussieht. Ob ich dann an der Qualität noch was verbessern kann, so auf die Art oder nicht. So, ach so, ich wollte auch was ausprobieren. Wir gehen mal auf Plugins. Plugins. Ah, fuck. Ich will mal was ausprobieren. Ich probiere es aus. Fusro da. Der hat die God Powers nicht installiert. Schade. Egal. Ja, wir haben den Shader-Mod wieder rausgenommen, weil der einfach scheiße lief. Dafür nehmen wir jetzt in 1600x900 auf, also nochmal wesentlich höhere Auflösung als vorher. Vorher waren wir bei 1360x768 und das haben wir jetzt also quasi geändert. Achso, wir waren letztes Mal in der Höhle drinnen, wir haben ein paar Smaragde mitgenommen. Die packen wir mal hier rein, ein bisschen Faden packen wir hier rein. Wir werden demnächst auch ein bisschen mit Redstone arbeiten und dann werden wir einfach mal gucken. Erstmal was trinken. So. Und der Sound von Minecraft ist auch laut genug. Was ist das Schöne? So, ich wollte eigentlich mal gucken, dass ich hier eventuell noch ein bisschen Erde auffülle. Und zwar werden wir dafür jetzt Drain 90. So, wir werden das gesamte Wasser entfernen, was hier ist. Wir haben alles an Wasser quasi vernichtet. So, dafür werden wir jetzt erstmal Word Edit nehmen. Und zwar füllen wir das alles mit Sand auf. Filler, Sand. Nutzen wir den Radius 100. Und dann, würde ich sagen, 10. So. Ach, scheiße. Undo. Dürfen wir ja gar nicht so hoch machen. Weil wenn wir das zu hoch machen, ist ja doof. Machen wir so. Wir wollen es ja zumindest so ein bisschen eben haben. Wo kommt denn hier die ganze Experience her? Na egal, in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Macht man ja aus Prinzip schon mal nicht. So. Was man jetzt machen könnte, man könnte hier jetzt gucken, na, dass man hier irgendwie Sand oder sowas auswählt. Oder das Ganze hier so ein bisschen mit Pflasterstein verstärkt. Genau, wir nutzen Pflasterstein. Zumindest für innen. Das soll ja draußen dann hinterher nicht so auffallen. Ich möchte auf jeden Fall die ganzen Lücken weghaben. Auch so, dass man unterm Haus nicht mehr so lang kommt und sowas. Es sollen halt keine Zwischenräume bleiben. So. Ja, ich nehme auch die Tage wieder mit dem Torgix auf. Keine Sorge. Bloß, das war mir jetzt erstmal nicht möglich. Jetzt heute. Weil der Torgix eben auch zur Schule geht. Und da muss man dann halt immer gucken. Ist er jetzt da? Ist er nicht da? Und er war eben nicht da. Kalle nicht da. Ist übrigens griechisch. Heißt, glaube ich, gute Nacht oder guten Abend. Glaube ich. So, was wir aber machen, wir werden mal eben hier die Erde wegschaufeln. Okay.
Oh, Entschuldigung, Leute. Ich musste niesen. Ja, wie findet ihr das eigentlich, dass ich so ein bisschen mit World Edit rumspiele? Also es ist ja eigentlich nichts Verkehrtes, finde ich. Ich finde, man muss hin und wieder das auch mal machen. Wenn man mal so eine Großbaustelle hat, wo man dran arbeitet. Also wir werden ja demnächst auch mit Redstone arbeiten. Da werden wir aber völlig, naja, ich sag mal, legal arbeiten. Das heißt, ohne irgendwelche Commands oder sowas. Ganz einfach nur der Fairness halber. Und... Wah! Stirb! Es läuft auf jeden Fall wieder flüssig. Also ich habe jetzt, doch wieder auf 30 FPS runtergestellt. Weil ich hatte ja vorher 60 FPS. Und durch den Shader-Mod hatte ich aber nur ungefähr ein Zehntel davon. Weil der Shader-Mod einfach super inperformant läuft, wenn man damit aufnimmt. Da brauchst du wirklich schon Intel Core i7 oder sowas und dann am besten noch eine GeForce der nicht abgespeckten 6000er Reihe. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. So. Okay. Ja, ich bin gerade am überlegen. Was machen wir hier am besten? Haben wir Sand? Wir haben Sand. Wir haben eine Spinne hier irgendwo. Tja, meine Freundin ist auch hier. Guckt mir live zu, beömmelt sich wieder. Wie sollte es auch anders sein? Wow. Hier war gerade ein kleiner, kurzer Aussetzer. Aber man hört jetzt wenigstens auch mal den Sand und sowas. Wenn man da drauf geht. Halt den Mund. Pam, Alter. Pam. Hey. 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 Lass mich. Miststück. Wow. Zombies! Wow. Wow. Stirb! Blöder Zombie. Naja, egal. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Haus und werden gleich das Wasser wieder anschalten. Stirb! Ah, Creeper! Hey, Creeper! Hey, Creeper! Stirb! 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 Wah! Wah! Ganz viele Monster! Wah! Ja, die Musik ist zum Einschlafen. Das passt eigentlich ganz gut gerade. Erde weg. Halt deinen Mund da oben. Hallo. Hallo. Ah, ich verpiss mich. Du bist ein Miststück. Nein, falsch. Da solltet ihr ja noch gar nicht gucken. Halt die Fresse da oben. Halt die Fresse. Stirb. 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 Ha. Mistvieh. Weißt du, da hast du schon goldenen Stiefel und da taugen die einen Hund in den Arsch was. Aber ehrlich. Wow. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Musste ich doch die Axt nehmen. Wo ist mein Schwert? Ach da.
Ah, die Erde haben wir extra weggeworfen. Weißt du, was wir jetzt eben machen werden? Wir werden gucken, dass wir uns in Sicherheit begeben. Was wir eben machen. Wir werden eben kurz Filler Water 120. So, im Radius von 100 haben wir das Wasser aufgefüllt. Halt deinen Mund. Halt deinen Mund. Ich weiß nicht, wie wir das hier beim Haus machen sollen. Ich glaube, wir brauchen noch weitere Ziegel. Dafür gehen wir erstmal oben zur Kiste. Gucken natürlich erstmal, ob wir hier oben irgendwelche Monster haben. Weil, soweit ich weiß, waren hier auf dem Dachboden immer irgendwelche Viecher. Aber mittlerweile scheinen hier keine mehr zu sein. Okay. Nee. Nee, irgendwie haben wir keine mehr. Wir haben keine Ziegel mehr. Nur noch Ziegelstufen. Kann ich auch. So, und ich sehe jetzt mittlerweile aber nicht mehr, wie lange ich aufnehme. Hallo. Ist jetzt mal gut? Danke. Oh. Oh. Oh, wir haben den ganzen Sand hier irgendwie. Das darf der Torgix gar nicht sehen, dass ich seinen Keller mit Sand voll gemacht habe, aus Versehen. Wusste ich nicht. Oh Gott. So, dann gucken wir mal. Das wird ja die wahre Freude jetzt hier, das Ganze wieder leer zu schaufeln. Ich weiß allerdings auch nicht, warum hier alle Hohlräume gefüllt worden sind, weil es war doch irgendwie kein Hohlraum nach außen zu sehen, oder doch? Ich verstehe das nicht ganz. Das war schon mal gut, dass wir das gemacht haben. Warte mal. Eins kann man machen. Rappel Torch. So. Nein. Ach, jetzt mache ich den Boden auch noch kaputt. Warte mal. Ach, scheiße. So. Ah. Oh oh. Ich glaube, er wird mich steinigen. Ich glaube, er wird mich ganz hart steinigen. Wisst ihr was? Remove. Warte mal. Wir werden jetzt eben, wir nehmen uns mal eine Holzaxt. Wir machen uns mal eben oben eine Holzaxt, eine echte, eine selbstgemachte. Shit. Da haben wir Mist gebaut. Also ich. Wie das passieren konnte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach Mann. So, jetzt aber
Die nehmen wir uns. Und dann geht's ab in den Keller. Und dann gehen wir kurz in den Game Mode 1. Und dann gucken wir mal eben. Scheiße, ich weiß gar nicht, wo hier dieser Raum endet. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Raum da endet. Okay, also setzen wir hier mal quasi ein Eisenerz hin. So, ja, so sieht's aus, ne? Wir sind aber manchmal auch selten dämlich.